Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im November 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Und auch diesmal gibt es wieder eine Beratung bei mir in der Verlosung zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Der November wird für viele von euch ein kuscheliger Monat. Ab dem 7. November geht Liebesplanet Venus in Harmonie zur Steinbocksonne und auch sonst halten die Planeten viele romantische Aspekte für die fleißigen Steinböcke bereit. Ihr müsst euch nur dafür öffnen und euch neben der Arbeit und der Karriere auch Zeit für die Liebe und die Beziehungen nehmen. Jetzt schauen wir uns eure Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Und da ist ein ganz neuer, wichtiger Aspekt in diesem Monat. Ab dem 9. November wird die wilde Göttin Lilith in euer Zeichen gehen, in den Steinbock. Und das ist ein sehr spannender Aspekt, denn er verstärkt eure Power, wenn es darum geht, euren Zielen zu folgen. Allerdings müsst ihr euch dabei auch fragen, ob eure beruflichen Ziele auch wirklich eurer wahren Berufung entsprechen. Das kann durchaus zu inneren Konflikten führen. Ich habe dazu ein Video-Special produziert. Es heißt Geh deinen eigenen Weg. Und darin gehe ich ausführlich auf diese Konstellation ein und was sie für die 12 Sternzeichen bzw. Aszendenten bedeutet. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Und diesen Aspekt spüren im November als erstes die Geburtstagskinder vom 23. bis 25. Dezember. Ja, dann haben wir das Sextil zu Jupiter, der hier für euch im 11. Haus steht. Und das sind gute Nachrichten. Das fördert eure Freundschaften und euer Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung. Wahrscheinlich werdet ihr das auch professionell nutzen können. Aber für eure Beziehungen und auch für die Liebe ist das auch ein sehr schöner Aspekt. Vor allem, weil der Glücksplanet gute Verbindungen zu Romantikplanet Neptun und zu Pluto schafft, der ja in eurem eigenen Zeichen steht. Ich denke, das wird euch ein wenig weicher machen und dafür sorgen, dass ihr euch insgesamt mehr auf das Thema Romantik und Gefühle einlassen könnt. Schaut euch doch dazu auch bitte nochmal mein Special Finde den verborgenen Schatz an. Und den Jupiter-Aspekt genießen im November die Geburtstagskinder vom 24. Dezember bis 2. Januar. Dann habt ihr noch einen schönen Aspekt. Das ist der Aspekt hier zu Neptun. Der steht auch förderlich zur Steinbocksonne. Und Neptun ist ja der Planet der Romantik und der Spiritualität und der steht jetzt für euch so, dass euch das in eurer Kommunikation und Ausdrucksweise auch ein bisschen weicher und sensibler macht und auch euch eine Menge Fantasie schenkt. Und diesen Aspekt genießen im Januar die Geburtstagskinder vom 1. bis zum 3. Januar. Weiterhin in eurem Zeichen und das auch noch für einige Jahre steht der Pluto, der in Konjunktion mit der Steinbocksonne jetzt hier steht, gerade mittendrin in der zweiten Dekade. Habe ich ja schon sehr viel darüber gesprochen. Das ist eine sehr stark transformierende Kraft. Pluto gilt auch als der Planet der Macht, aber auch der Krisen. Also weil meistens muss man erst durch eine Krise gehen und wenn man das dann geschafft hat, dann merkt man, dass man dadurch persönlich auch mehr Kraft und Macht gewonnen hat. Wenn man natürlich mittendrin ist, dann ist das schon sehr, sehr anstrengend. Ich bin darauf sehr ausführlich in meinen Jahreshoroskopen eingegangen. Könnt ihr auch bitte noch mal reinschauen. Wenn ihr unter dieser transformierenden Kraft gerade steht, wäre es vielleicht auch angesagt, sich da mal eine astrologische Beratung zu gönnen, weil das ist schon eine große Herausforderung. Und es kann sich auch sehr unterschiedlich auswirken. Für manche hat es wirklich ein Zuwachs an Macht gebracht, andere hat es erstmal in eine tiefe Krise gestürzt. Also je nachdem, wie ihr damit gerade zugange seid, sozusagen, könnt ihr dann vielleicht auch Hilfe brauchen oder ihr fühlt euch ganz super damit. Das kommt natürlich auch aufs restliche Horoskop an. Auf jeden Fall empfangen diesen Aspekt im Januar, im November die Geburtstagskinder vom 7. bis 9. Januar. Und dann haben wir noch das Quadrat zu Uranus. Da hat sich jetzt jemand bei mir auf YouTube beschwert. Wann ist das endlich zu Ende? Ich bin mit den Nerven völlig fertig. Also Uranus steht tatsächlich auch mit den Nerven in Zusammenhang, weil der wie so eine elektrische Energie hat. Das kann einen schon wirklich sehr nervös machen, wenn der Entspannung auf die Sonne steht.
Man kann dann nicht schlafen, es gehen einem tausend Dinge im Kopf rum, was man alles machen könnte, was man alles machen muss. Bei euch steht da jetzt im Sonnenhaus der Familie, es können also auch störende Einflüsse aus dem Bereich der Familie sein, die da auf euch einwirken. Je nachdem, ne? Also es ist auf jeden Fall eine nervös machende Energie, die einem auch so den Drang gibt, was zu verändern im Leben. Und im November sind davon jetzt die Geburtstagskinder zwischen dem 15. und 18. Januar betroffen. Falls ihr da Hilfe braucht, ne, denkt dran, einfach mal eine Beratung buchen, dann helfe ich euch da weiter. Gut, dann kommen wir jetzt zu euren aktuellen Konstellationen und die sind sehr erfreulich. Wir starten den Monat mit Sonne, Merkur und Jupiter im Skorpion. Diese wichtigen Planeten stehen alle in einem schönen Aspekt zur Steinbocksonne. Das ist super gut im 11. Haus. Also Freundschaften und Netzwerken ist super jetzt im November. Dann haben wir die Venus, die steht ja in der Waage in eurem Karrierehaus. Das ist auch sehr gut. Ist allerdings ein bisschen ein Spannungsaspekt und die steht jetzt in der dritten Dekade. Aber Venus ist immer gut im 10. Haus. Nur mit dem Mars ist das so eine Sache. Ne? Der bringt jetzt auch Schwung in der Karriere, aber ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu verbissen rangeht. Ne? Besonders zwischen dem 14. und dem 19., wenn der Mars ein Quadrat zu Pluto bildet, kann es euch passieren, dass ihr es euch mit wichtigen Leuten verscherzt, wenn ihr zu dominant und aggressiv auftretet. Ne? Müsst ihr ein bisschen aufpassen und das gilt. Der Mars ist jetzt erstmal in der ersten Dekade, aber nachher, wenn er dann in diese Pluto-Spannung geht, das wird dann in der zweiten Dekade passieren. So, aber jetzt zu den schönen Nachrichten. Am 4. November habt ihr dann schon mal gleich einen Top-Tag und eigentlich auch schon die Nacht vom Freitag auf den Samstag, den 4. Denn da ist ja dann der Vollmond morgens früh um 6:22 Uhr. Er findet statt in den Zeichen Stier und Skorpion. Und bei euch auf der Kreativitätsachse im 5. und 11. Haus. Und das ist eine sehr lustvolle und anregende Konstellation für euch mit großem erotischem Potenzial. Am besten, ihr nehmt euch von Freitag bis Sonntag immer wieder Zeit für die Liebe. Wenn ihr alleinstehend seid, wird dieser Vollmond eure kreativen Kräfte anregen. Weil die Sonne mit Jupiter bei euch im Haus der Freundschaft steht, würde sich das Wochenende auch anbieten, um etwas mit Freunden zu unternehmen. Es ist auch sehr gut möglich, dass euch ein befreundeter Skorpion zum Geburtstag einlädt, dann geht unbedingt hin. Am 5. November tritt dann der Merkur ein in den Schützen und das ist in eurem 12. Sonnenhaus. Das kann eure Träume anregen und für Inspirationen sorgen, wenn ihr nach innen lauscht und auf eure innere Stimme hört. Insgesamt steht ja der Merkur im Schützen einfach für ein angenehmes, optimistisches Denken und davon werdet ihr bestimmt auch etwas spüren. Dann haben wir eine schöne Konstellation für euch am 7. November. Da tritt nämlich die Venus ein in den Skorpion und damit in einen schönen Harmonieaspekt zur Steinbocksonne. Und das ist auch wieder in eurem 11. Sonnenhaus der Freunde und erstmal bis zum 15. November in der ersten Dekade. Das macht euch gesellig und humorvoll und ihr zeigt euren Freunden eure Zuneigung. Der Aspekt ist auch sehr gut für Teamarbeit. Und außerdem könnt ihr jetzt auch gut neue, nette Leute kennenlernen. Und dann ist das auch schon gleich ein Top-Tag, dieser Dienstag, der 7. November und auch der Mittwoch, der 8. November. Da geht nämlich der Mond durch euer Partnerhaus und aktiviert dann die ganzen Romantikkonstellationen und bringt dann auch diese Romantikenergie wiederum in euer Partnerhaus und in euer Sternzeichen. Und löst dann auch so ein bisschen die Spannung zu Pluto durch die Verbindung eben hier zu den Romantikplaneten. Also sind bestimmt zwei gute Tage für euch zum Kennenlernen oder eben auch um mit eurem Liebsten zu kuscheln. Am 9. November ist es dann soweit, die wilde Göttin Lilith geht in euer Zeichen. Jetzt beginnt eine neunmonatige Phase, wo euch Lilith auffordert, in eure weibliche Kraft zu kommen. Und für die Steinbockherren, die hier zuschauen, heißt das, dass ihr mit starken Frauen konfrontiert werdet und mit den Gefühlen, die das in euch auslöst. Auf jeden Fall ist es eine gute Zeit, um sich mit der Mythologie der alten Göttin und ganz generell mit starken Frauenfiguren zu beschäftigen. Der Transit ist wie geschaffen für alle Steinbockgeborenen, die kreativ und selbstständig tätig sind und selbst Verantwortung für ihre kreativen Produkte tragen. Wie gesagt, mehr dazu findet ihr in meinem Special Geh deinen eigenen Weg über die Lilith im Steinbock. Vom 13. bis 20. November haben wir dann eine heiße Phase mit fantastischen
Romantikaspekten, aber auch einigen kosmischen Verwirrungen und Anspannungen. In dieser Zeit verbindet sich die Venus zuerst mit Jupiter und dann mit Neptun, wobei sie am 15. November dann auch in die zweite Dekade geht. Alle diese Planetenkräfte stehen günstig zur Steinbocksonne. Ihr könnt euch öffnen für romantische Gefühle und seid mehr als sonst in der Lage, liebevoll und einfühlsam zu kommunizieren. Vielleicht erlebt ihr auch, dass es euch nicht so leicht fällt wie sonst, direkt und unverblümt zu sagen, was ihr wollt, weil ihr viel stärker darauf achtet, welche Gefühle eure Worte bei anderen Leuten auslösen. Das schadet bestimmt nicht, vor allem weil Pluto im Steinbock euch ja teilweise auch sehr harsch und hart machen kann. Aber diese schönen Einflüsse von Jupiter und Neptun, das habe ich ja in meinem Special über den Jupiter auch schon beschrieben, die können jetzt sehr schön in euch zusammenwirken, sodass ihr zwar überzeugend seid, aber trotzdem in Verbindung mit den Gefühlen der anderen bleibt. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um auch bei anderen gut anzukommen, falls ihr Single seid. Und auch eure festen Beziehungen, denen würde es gut tun, wenn ihr feinfühlig im Austausch mit eurem Partner seid. Ein Wermutstropfen in dieser Phase ist die Spannung zwischen Neptun und Merkur. Da kann es trotz aller Sensibilität zu Missverständnissen kommen. Aber das ist nicht so schlimm. Vielmehr müsst ihr aufpassen, denn vom 14. bis zum 19. kommt diese Spannung zwischen Mars und Pluto auf hier. Ne? Mars und Pluto, die ich eingangs schon erwähnt hatte. Und je nachdem, wie stark bei euch im Geburtshoroskop der Mars auch ausgeprägt ist, kann euch diese Konstellation regelrecht aggressiv machen. Ich weiß das, denn ich habe Mars im Steinbock und da steht jetzt der Pluto drauf. Und jedes Mal, wenn diese Konstellation durch einen Mars-Aspekt ausgelöst wird, bin ich extrem reizbar oder reagiere viel zu dramatisch. In der Zeit vom 14. bis 19. November solltet ihr alles tun, was euch hilft, in eurer Mitte zu bleiben und auf Herausforderungen mit Gelassenheit zu reagieren. Der einfachste Tipp ist natürlich erstmal das berühmte erstmal tief durchatmen, bevor ihr etwas sagt oder tut, was ihr vielleicht später bedauert. Da der Mars in eurem 10. Sonnenhaus steht, also im Karrierebereich des Horoskops, können solche Konflikte auch euer berufliches Fortkommen betreffen. In diese Zeit fällt dann auch der Neumond am Samstag, den 18. November. Das ist eine gute Zeit, um euch eure Ängste und negativen Emotionen einzugestehen und darüber nachzudenken. Zum Beispiel, falls es zu Konflikten gekommen ist und ihr die Beherrschung verloren habt oder ihr euch furchtbar über eine vermeintliche Kränkung geärgert habt oder etwas Ähnliches. Schaut euch diese negativen Empfindungen ganz liebevoll an und dann lasst sie los. Denn der Neumond im Skorpion ist eine gute Zeit, um sich von etwas zu verabschieden. Als neuen Impuls könnt ihr darüber meditieren, was ihr euch von euren Beziehungen für die Zukunft wünscht, zum Beispiel, wie ihr Konflikte in Zukunft handhaben wollt und wie ihr euch dabei selbst einbringen könnt. Am 22. November, morgens um 4.05 Uhr, geht die Sonne dann ins Zeichen Schütze. Das ist eine positive Energie und ganz allgemein kann man dann viele Probleme oder Konflikte in einem optimistischeren Licht sehen. Für euch Steinböcke ist die Sonne dann im 12. Sonnenhaus für die nächsten 4 Wochen und das ist der Bereich des Rückzugs und der Spiritualität. Wenn ihr spirituell unterwegs seid, dann wisst ihr ja, was zu tun ist, denn dann habt ihr ja Übung darin, in der Stille nach innen zu lauschen. Ab dem 23. November haben wir dann wieder eine super romantische Phase bis zum 5. Dezember. Und da bildet der Glücksplanet Jupiter einen wunderschönen Harmonieaspekt zu Romantikplanet Neptun und beide stehen wunderbar zur Steinbocksonne. Die Konstellation erzählt von netten Freunden, mit denen ihr euch entspannt austauscht, von schönen Liebesnachrichten, die ihr bekommt oder auch selber verfasst und von zärtlichen Stunden zu zweit. Das dürfte euch gefallen. Und am 23. geht auch die Venus dann in die dritte Dekade. Dann habe ich für euch noch einen Top-Tag gefunden, oder zwei sogar, nämlich Sonntag, der 26. und Montag, der 27. November. Das sind zwei schöne, inspirierte Tage für Liebesgeflüster und liebevolle Nachrichten. Falls ihr schreibt, schriftstellerisch tätig seid oder so, dann werdet ihr in diesen Tagen bestimmt einen tollen, kreativen Fluss haben. Dann kommt nochmal eine Konstellation, die ist auch wichtig für euch zu beachten, und zwar am 28. und dann bis zum 1. Dezember, da wird der Mars nochmal in eine recht hitzige Spannung gehen mit dem spontanen und unberechenbaren Uranus und das Ganze eben in Spannung zur Steinbocksonne.
Das kann vor allem die Steinböcke der dritten Dekade nochmals sehr stark anregen und aufregen. Und das betrifft besonders diejenigen, die sowieso schon das Quadrat zu Uranus auf der Sonne haben. Außerdem zeigt dieser Aspekt auch eine gewisse Verletzungsgefahr an, wenn man sich hektisch und unachtsam verhält. Seid dann also bitte vorsichtig und versucht, euch erstmal nicht aufzuregen, egal was passiert. Ab dem 2. Dezember könnt ihr euch die Situation noch einmal mit kühlem Kopf anschauen. Konzentriert euch lieber weiterhin auf die romantischen und liebevollen Energien, die bis Ende des Monats für euch sehr angenehm und entspannend wirken. Das waren eure Sterne im November. Für eine persönliche Beratung könnt ihr mich jederzeit erreichen, entweder über mein Kundentelefon oder über meine Homepage. Beides steht unten in der Videobeschreibung und die Homepage ist auch hier hinter dem kleinen i im Bild verlinkt. Dieses Horoskop gibt es jetzt auch als Podcast zum Nachhören. Ihr könnt es über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder direkt bei iTunes abonnieren. Den Link zum Podcast findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mir eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen wollt, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Es ist immer eine sehr schöne astrologische Fragerunde und ihr könnt dabei auch noch was über die Astrologie lernen. Der nächste Termin ist am Freitag, den 10. November um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar, so wie euch meine Horoskope gefallen und ob ihr vielleicht eine Anregung für mich habt. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Was es bedeutet, wenn die wilde Göttin Lilith durch den Steinbock geht, erfahrt ihr in meinem neuen Video »Gehe deinen eigenen Weg«. Und es gibt noch zwei Specials von mir, die ich euch empfehlen möchte. Finde den verborgenen Schatz und folge deinem Herzen. Alles Gute mit den Sternen!